finde, die Skizzen sind oft ganz spannend. Ist alles schon drinnen. Das kommt eigentlich auch immer meistens aus dem Gefühl raus. Also ich fange an und die verändere ich dann einfach ständig. Umso besser, dass man das Handwerk kann, umso freier ist man. Weil dann kann man uneingeschränkt, solange ich nachdenken muss, wie setze ich eine Hand um, wie sieht die Hand aus, erst wenn ich das wirklich aus dem Unterbewusstsein abrufen kann, bin ich frei beim Arbeiten. Also arbeiten tue ich am liebsten mit Holz. Die Figur verändert sich in Holz dann nochmal stark. Das Holz verlangt andere Lösungen, wie zum Beispiel den Ton. Beim Modellieren hat man oft eine Struktur, da kann man sehr viel mit Struktur und Effekten arbeiten. Und beim Holz ist halt, muss man anders arbeiten. Die Figur verändert sich nochmal. Also der Unterschied vielleicht zwischen wo Handwerk in Kunst übergeht, meiner Meinung nach ist, also ein guter Kunsthandwerker macht das, was er weiß, schnitzt das weg, was er weiß, und der Künstler arbeitet dann, schneidet das weg, was er fühlt. Und ich glaube, da ist der Punkt, wo es dann in Kunst übergeht. Für mich spielt es überhaupt keine Rolle, ob es ein Mann, Frau oder Kind ist. Es geht einfach darum, mit der Figur eine Projektionsfläche, also so größtmögliche Projektionsfläche zu bieten für den Betrachter. Also das ist mir wichtig. Also ich will den Betrachter da abholen, wo er ist. Hat er einen guten Tag, sieht er was Positives oder hat er einen schlechten, also dass er das eben rausholen kann, damit die Skulptur jeden Tag ja, was Neues zum Entdecken gibt vielleicht. Ja, die Figuren drücken schon alle was Ähnliches aus. Also, ja, gerade die Figur mit dem Hai, die mein Gott, wieso der Hai dort ist, das weiß ich selber nicht. Das war genau so eine Skulptur, wo man einmal anfängt und dann reagiert man immer drauf. Also, das und dann entsteht das und dann und plötzlich war der Fisch hinten oben und für mich war es einfach stimmig, dass der da hinten rauf gehört und was er jetzt ausdrückt, das überlasse ich dann jeden selber. Ich habe da schon die verschiedensten Rückmeldungen bekommen. Die Figur funktioniert auch als Form. Auch wenn es kein Junge wäre, kein Fisch wäre, das würde auch schon von der Architektur her stimmen. Und da ist irgendwie alles vereint. Also da ist sehr viel drinnen, die ist sehr gut aufgeladen. Viele sind ja der Meinung, dass man nur durch Provokation, durch irgendwas Ekliges oder so in die Tiefe gehen kann. Aber ich bin im Gegensatz dazu wirklich davon überzeugt, dass man auch mit Schönheit in die Tiefe gehen kann. Ganz sicher. Und ob es dann abstrakt ist oder figurativ, das ist eigentlich egal, weil im Grunde genommen geht es um dasselbe. Es geht nur um das, was man sieht.